Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Börsenplatz 5. Wir wollen auf die Charts schauen. Der DAX tut sich weiter schwer. Wie ist dort die technische Ausgangslage im Moment einzuschätzen? Wie könnte es weitergehen? Wie groß sind die Chancen, dass wir zurückkommen in Richtung 8.000 und dann vielleicht auch bald dieses Widerstandsniveau bei 8.150 knacken? Wir schauen auf den DAX, auf den S&P 500 und natürlich auf die Edelmetalle, also auf Gold und Silber. Sophia Wurm von der Commerzbank ist mein Gast. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Frau Wurm. Ja, er tut sich schwer. Der Start in das zweite Quartal war alles andere als gut. Wir sind wieder auf den Niveaus von Anfang Dezember letzten Jahres. Wie sehen Sie im Moment die Situation? Sie haben uns den DAX mitgebracht und da steht ganz groß oben drüber Widerstand. Das wissen wir alle. Es ist ein harter Widerstand und er ist nicht so leicht zu nehmen offensichtlich. Definitiv. Diese Zone existiert ja bereits seit dem Jahr 2000. 2007 haben wir diese Zone nochmal getestet. Das ist da ziemlich gut zu sehen. Das geht so vom Bereich um 8.000 Indexpunkte bis 8.150. Da war der DAX letztlich auch zum Jahresanfang. Zusätzlich muss man, glaube ich, sehen, wir sind seit Juni des letzten Jahres fast 2.000 Punkte gestiegen gewesen. Also tendenziell eine überkaufte Lage aus mittelfristiger Sicht. Dann kommt man an diese heftige Widerstandszone. Also es ist nicht ganz überraschend, dass es nicht gleich weitergeht. Nichtsdestotrotz die letzten Wochen eher auch eine Eintrübung, also Verschlechterung gesehen. Und jetzt sind wir eben auch an der Unterstützungsmarke rund um den Bereich um 7.500 Indexpunkte. Sie hatten das schon angesprochen. Das heißt, bis wohin könnten wir jetzt fallen? Auf welche Marken sollten wir schauen? Die 100-Tage-Linie, da waren wir jetzt dran, glaube ich. Und die 200-Tage-Linie ist noch ein Schnaps weg, ein bisschen weiter nach unten, etwa so bei 7.370, Sie wissen es genauer. Werden wir die testen möglicherweise? Ist das so das nächste Zielfenster, wo wir hinlaufen könnten? Also es ist so, dass wir im Moment eine kurzfristige Stabilisierung im Bereich um 7.500 Punkte sehen. Das ist zwar eine gute Unterstützung, aber ich glaube, man merkt schon so ein bisschen die Gefahr einer zweiten Abwärtswelle, die ist da durchaus auch weiterhin gegeben aus kurzfristiger Sicht. Und die würde dann sicherlich auch in den Bereich der 200-Tage-Linie, das ist die gelbe Markierung, die man dort sieht, oder im Bereich um 7.300, da ist der Aufwärtstrend aus dem Herbst von 2011. Das wäre sicherlich eine gute Unterstützungszone. Und ich würde auch aus kurzfristiger Sicht eher davon ausgehen, dass wir diesen Bereich auch noch mal testen werden. Zumal diese Gegenbewegung sehr mau ist und wir doch ordentlich viel Umsatz hatten auf den Büchern in der letzten Woche. Da war schon ein bisschen Druck dahinter. Welche Rolle spielen die Konjunktursorgen, die wir etwas stärker spielen im Moment an den Märkten? Die spielen natürlich eine relativ große Rolle, insbesondere auch für den DAX. Denn wir haben ja sehr, sehr viele Unternehmen dort, die auch einen Großteil ihrer Waren exportieren. Und insofern ist es natürlich auch ganz wichtig, wie entwickeln sich die einzelnen Regionen. Jetzt war sowohl aus China als auch in den USA war es zuletzt nicht mehr ganz so überzeugend. Das gilt aber fast noch mehr für China. Das war etwas enttäuschend. Über Europa brauchen wir gar nicht zu sprechen. Da ist die Konjunktur insgesamt nicht ganz so robust oder nicht so, wie man sich das vorstellt. Insofern, der DAX gilt als sehr zyklisch. Das wird auch an den Märkten umgesetzt. Das sieht man auch im Verhältnis zu anderen europäischen Leitindizes, auch im Verhältnis zum Eurostoxx 50 ist der DAX da doch mal deutlich mehr betroffen. Insofern muss man da ganz kurzfristig sagen, wird es noch ein bisschen dauern, bis er dann die nächste Erholung in Richtung 8.000 vielleicht auch fahren wird. Wir kommen jetzt rein, auch in die Quartalssaison. Und die bisherigen Veröffentlichungen waren nicht wirklich erbaulich. Wir schauen noch einmal kurz auf dieses längerfristige Bild, auf diesen 5-Jahres-Chart. Sie haben da auch die 6.1 eingezeichnet. Das ist so der untere Trendkanal, diese untere Trendlinie. Kann man es ausschließen oder könnte dieser Trend doch ein etwas schärfer nach unten werden? Was ist, wenn diese 200-Tage-Linie nicht halten sollte? Was würde dann passieren? Dann würden wir eine Ausweitung, also im Moment haben wir eine Konsolidierung. Das bedeutet zunächst mal, dass wir von den Kurstops, die wir gesehen haben, 10% zurückfallen. Dann würden wir eine Korrektur sehen, also ein Kursrückgang von 10-20% wäre dann auf der Agenda. Dass wir jetzt in Richtung 6.1 zurückfallen, halte ich für nicht ganz so wahrscheinlich. Das deuten auch die Einzelwerte im DAX bisher nicht an. Völlig ausschließen kann man das nicht. Ich halte es nicht für das wahrscheinlichste Szenario. Und diese 6.1 haben auch eher, sagen wir mal, übergeordneten Charakter. Die begrenzen quasi die Aufwärtsbewegung, die wir seit dem Frühjahr 2009 sehen. Da fängt dieser Trend ja auch an. Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass diese Bewegung, die wir im Moment sehen, diese Konsolidierung schon sich auch irgendwann nach oben auflöst. Also Trend bestätigen nach oben ist und wir auch in Richtung der 8.1 zurücklaufen. Es geht mir eher so ein bisschen auch um die zeitliche Komponente. Ja, jetzt kommt der Mai natürlich, dieses saisonale Zeitfenster. Was machen wir damit? Definitiv. Man muss aber auch sehen, wir kommen ja eigentlich seit Jahresanfang nicht so richtig vom Fleck.
im DAX. Also wir haben da von diesem Zeitlichen auch schon so ein bisschen was weggenommen. Insofern, der erste Tag war gut, glaube ich, der 2. Januar. Und das war es dann auch schon. Genau, es gab zwei Tage, die quasi die Kursbewegungen in diesem Jahr ausgemacht haben. In der Summe ist nicht so richtig viel passiert. Insofern muss man sagen, sind wir eigentlich auch schon 2 oder 3 Monaten in dieser Konsolidierung drin. Also das ist der positive Teil. Ja? Genau. Ja. Und insofern hätte man sogar theoretisch gesehen sogar noch früher, also vor dem Mai, verkaufen müssen. Aber man muss auch immer sehen, diese Saisonalitäten funktionieren ja auch nicht immer. Also da muss man schon von Fall zu Fall unterscheiden. Im Moment muss man aber auch sagen, an der Seitenlinie zu stehen, ist nicht ganz falsch. Wir schauen noch mal etwas kurzfristiger auf den DAX, weil es so interessant ist. Hier haben wir den Jahreschart mitgebracht als Linienchart, auch schön in dem Gelb für Sie unterlegt. Ja, da sehen wir noch mal, wir kommen von dieser 8.000, wir waren ja schon drüber in diesem Jahr, aber dann fehlte eben das Momentum Richtung 8.150 zu laufen. Jetzt liegen wir so bei 7.6. Ihr könnt hier vielleicht noch mal 1, 2 Linien einzeichnen, um uns das noch mal im etwas kürzerfristigen Bild zu unterstreichen. Das ist so der Bereich etwa 7,6, den es jetzt im Moment geht. Das waren die Höchststände aus dem Herbst des letzten Jahres. Man hat doch gesehen, wir sind mehrere Monate unterhalb dieser Zone seitwärts gelaufen. Dann ging es drüber mit einem neuen Kaufsignal. Wir haben neue Jahresneue Hostetops gemacht, haben auch diese psychologische wichtige Marke um 8.000 getestet. Jetzt eben, sagen wir mal, der Kursrückgang in den letzten Wochen. Aber man sieht auch ziemlich gut, wir sind jetzt hier im Bereich um 7.500. Bisher ist es nicht so richtig durchgefallen. Man sieht aber auch, die überzeugende Gegenbewegung, die hat bisher auch noch nicht stattgefunden. Ja. Einige sprachen letzte Woche von einer möglichen Schulter-Kopf-Schulter-Formation und haben diese 7,6 als Nackenlinie bezeichnet. Kann man daraus schon was erkennen oder lesen Sie das auch aus dieser Bewegung oder noch nicht wirklich? Aus meiner Sicht, also eine Kopfschulter-Verkaufsformation jetzt in diesem Fall ist eigentlich etwas, was sich über Monate herausbildet und nicht über Tage und Wochen normalerweise. Mhm. Und, diese Trendumkehr sehen Sie noch nicht im Moment hier? Die ergibt sich eigentlich bisher daraus nicht. Man muss sehen, wir haben hier einen mehrjährigen Aufwärtstrend, der den DAX bisher an diese Tops herangeführt hat. Und diese letzten 2 Monate, wo es jetzt, oder 3 Monate, wo es nicht so richtig weiterging, sind eigentlich zu kurz, um jetzt den Trend der gesamten letzten 3, 4 Jahre umzukehren. Können Sie auch noch mal eine untere Trendlinie vielleicht einschalten? Definitiv. Also der Trend ist eigentlich noch länger. Das ist jetzt ja hier nur so ein Einjahreschart. Aber man sieht schon, sagen wir, diese Aufwärtsbeschleunigung, die ist so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Wochen. Ne? Das sieht man da ziemlich gut. Wenn man jetzt aber zurückgeht in den Herbst 2011, dieser Trend ist hier im Bereich um 7.300. Also der existiert auch weiterhin noch. Das ist das, was kurz unterhalb der 200-Tage-Linie ist, was wir vorhin ja auch bereits diskutiert haben. Also Hauptszenario wäre möglicherweise nochmal ein Test dieser 7.300, um dann wieder Kraft zu sammeln und Richtung 8.150 dann zu laufen. Sie gehen weiter davon aus, dass wir in diesem Jahr dieses Allzeithoch knacken werden. Die Frage ist nur, wann offensichtlich? Testen zumindest. Ob wir dann direkt gleich drüber kommen, muss man eben sehen. Wie gesagt, heftige Widerstandszone. Was aber fehlt, ist, dass gerade sich die großen Werte, also BASF, Daimler, SAP etc., dass die sich in der Summe verbessern. Das liegt im Moment nicht vor, auch vor dem Hintergrund natürlich der Konjunktureintrübung. Das wäre natürlich zwingende Voraussetzung, dass der DAX auch den nächsten Angriff auf die 8.150 nehmen wird. Also wir brauchen nicht nur eine gute Technik, sondern auch eben entsprechend gute fundamentale Nachrichten von diesen Unternehmen, die uns dann mitziehen könnten, beziehungsweise den DAX. Dann schauen wir auf die US-Börsen. Sie haben uns mitgebracht den S&P 500. Und die US-Märkte sind widerstandsfähiger, sind robuster unterwegs als der DAX. Wieso? Warum geht's da besser? Auch in der Breite, muss man sagen. Also in den USA ist es so, dass sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 zuletzt neue Allzeithochs gemacht haben. Beim S&P 500 muss man sagen, der ist ein paar Punkte über sein altes Allzeithoch gelaufen. Das ist jetzt noch nicht so ganz überzeugend, aber es ist mehr so die Summe. Also die verschiedenen Subindizes, auch der großen Leitindizes sprechen schon dafür, dass die Marktbreite in den USA, das ist der Unterschied auch zu Europa, wesentlich ansprechender ist. Also sie haben eine breite Unterstützung an Einzelwerten, die diese Entwicklung unterstützen. Und man muss natürlich auch sagen, dass im Moment sowohl diese konjunkturelle Situation als auch, sagen wir, weiterhin die Diskussion rund um Zypern etc. sind alles eher Dinge, sagen wir, die uns in Europa oder sagen wir jetzt auch in Deutschland besonders betreffen. Wobei der MDAX läuft. Die zweite Reihe läuft weiter relativ gut. Ja. Die läuft im Verhältnis weiterhin relativ gut, aber man muss auch sehen, dass im MDAX, sagen wir, auch vielleicht ein paar Sonderfaktoren zu sehen sind, wie EADS etc., die sich auch besonders gut entwickelt haben. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, eine ähnliche Reaktion wie beim DAX erwarten Sie nicht für die US-Börsen, dass es dort schärfer zurückgeht oder geht das Momentum ein wenig verloren? Wäre das ein Warnsignal? Also an den amerikanischen Märkten hat man sozusagen jetzt das Luxusproblem, dass es so gut gelaufen ist. Also auch da steht sicherlich eine Konsolidierung mal an, weil es eher ein bisschen überkauft ist. Mittel- und langfristig sehen die Märkte allerdings besser aus, denn sie sind also gerade der Dow Jones ist ja nach oben ausgebrochen. Insofern muss man schon sagen, der hat jetzt dann nicht die nächste Widerstandszone vor der Nase sozusagen, genau.
Und da gibt es eben auch viele große Werte, die das begleiten. Insofern muss man sagen, ist die USA weiterhin auch interessant für Anleger. Meiner Meinung nach auch vor dem Hintergrund, dass der Dollar ja sehr stabil ist, tendenziell sogar eher ein bisschen fester, auch die letzten Monate. Von daher ist das weiterhin interessant, meiner Meinung nach. So, wir schauen auf die Edelmetalle und Sie haben uns das Gold mitgebracht. Da war natürlich ordentlich was los. Freitag vor einer Woche und dann am Montag einmal 8, einmal minus 9%. Und das hat sich natürlich auch markttechnisch ausgewirkt. Ja, ist es der große Trendbruch? Wie sehen Sie im Moment Gold, ganz kurz? Also Gold ist gerade, wenn man sich das langfristige Bild anschaut, muss man schon sagen, ist das stark eingetrübt. Also wir haben über Jahre, Jahrzehnte letztlich, ist dieser Preis eigentlich immer nur gestiegen, bis in den Bereich von 1980 Dollar, wenn man da auch noch sieht. Es war allerdings auch ein bisschen, ich will nicht sagen angekündigt, aber es hat sich angedeutet, denn diese schöne Aufwärtsbewegung ist bereits im letzten Jahr zur Seite verlassen. Das sieht man in dem Chart auch ziemlich gut, da wo dieser Kringel ist, ist es letztlich in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Und jetzt war eben die Frage, löst die sich nach oben oder unten auf? Und diese Unterstützungsmarke haben ja auch offensichtlich viele Anleger auf der Rechnung gehabt. Denn in dem Moment, wo es da durchgefallen ist, bei den 1525 oder 1530. Fast mit Ankündigung. Wie Sie genau, da haben die Leute ja auch reagiert und dann ist es richtig, dann ist es richtig in Fahrt gekommen. Wenn man das Potenzial aus dieser Seitwärtsbewegung nimmt, was quasi aus technischen Gesichtspunkten das Kurspotenzial andeutet, wäre der Bereich um 1200 das Kursziel. Man muss aber auch sehen, dass sich ja diese Seitwärtsbewegung über anderthalb Jahre ergeben hat. Also es ist auch kein Kursziel für die nächsten zwei Wochen. Was viel wichtiger ist meiner Meinung nach, ist, die übergeordnete Aufwärtsbewegung ist beendet. Wir müssen jetzt auf eine Stabilisierung oder auch tendenziell Verbesserung warten. Dafür ist es einfach zu kurzfristig. Ja, also wir müssen erst mal sehen, dass sich das verbessert. Ich würde jetzt tendenziell davon abraten, antizyklisch zu kaufen, um auf den großen Rebound zu setzen. Das geben die Charts aktuell noch nicht her. Sagt Sophia Wurm von der Commerzbank. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen zum Thema Gold, S&P 500 und zum DAX. Das war Börsenplatz 5. Bis später. Alles Gute aus Frankfurt. Tschüss.